So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir zocken hier mal eine dicke Runde weiter. Erstmal kleines Sorry, dass ich die letzten Tage nicht so verfügbar war. Einmal mit Geburtstag und mit Besuch und so weiter ist das ein bisschen schwierig, dann hier noch nebenbei Videos zu machen. Das wird sich natürlich jetzt ändern. Es geht wieder weiter. Wir zocken jetzt hier unseren Death Stranding Coup hier mal weiter. Die Stelle macht sich schon. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Wir haben uns jetzt diesen legendär gut aussehenden Anzug, eine neue Frisur, alles dabei. Ja. Gut. Nimm. Kommt jetzt für einen neuen Auftrag an. Okay, alles klar, das sollen wir machen. Wo sind denn hier eigentlich die neuen Aufträge? Gibt es hier den Not? Oh. Der kam weg. Mach Turm. Okay, hier geht's aufdrehen. Mhm. Was haben wir denn, Freundes? Sam, hier ist Die Hard Man. Dein aktuelles Ziel ist es, das chirale Netzwerk von hier nach Broadnought City auszuweiten. Aber das geht leider nicht auf direktem Weg. Dafür ist das Signal zu schwach. Um die Entfernung zu überbrücken, brauchen wir Knoten. Stell dir vor, du verknotest Seile, um ein längeres Seil zu machen. Mhm. Der erste Knoten ist ein Bridges-Wegposten. Wirf mal einen Blick auf den Auftrag. Liefere, was gebraucht wird und verbinde den Qubit. Okay. Was haben wir denn da? Aufträge annehmen. Nimm Lieferung an. Privater Spind. Okay. Aufträge für Sam. Okay, was haben wir da noch? Lieferung, Repost. Okay, okay. Sam, Auftragsübersichten können entscheidende Informationen enthalten. Sieh sie dir an, bevor du dich auf den Weg machst. Ja. Und jetzt, ja, wie postmäßig. Okay. Ich habe ja nur einen Auftrag, ne? Ich finde das hart unübersichtlich, das Ganze gerade. Notropika, Wegpost, das ist der erste Knoten. Ja, komm, gib her. Nimm alle an, was soll der Geiz? Okay. Auf den Rücken tragen. Sam. Tja, für diesen Auftrag bekommst du etwas Seil und eine Leiter. Wow. Damit solltest du steile Anstiege bewältigen. Und wenn du einen Fluss überqueren musst, taugt die Leiter auch als Brücke. Alles klar. Vermutlich überlegst du gerade, wie du diesen Auftrag abwickeln sollst. Geht so. Also, wir können geöffnet werden, indem man Tab gedrückt und auf die Handschellen zugreift. Dort kannst du entscheiden, wo du deine Fracht tragen möchtest, wie gut du deine Fracht verteilst, beeinflusst, wie gut du laufen kannst. Ja, das macht Sinn. Also, das... Ja, eine Wechselschalterung, okay. Haben wir jetzt zwei Leitern oder was? Ja, nee, klar. Kletterveranlagung auf 5 Kilo, Gott, oh Gott, oh Gott. So, andere Seite. Vielleicht habe ich jetzt einigermaßen ausgeglichen. Okay, bestätigen. Gucken wir mal. Aufbrechen. Ja, geht los, das Ticket. Wir werden ja sehen, ob es klappt oder nicht. Gucken wir mal, was uns da so entgegenschlägt. Auftrag zugewiesen. So. Voll beladen, der Packesel. Das läuft aber auch. Dann sollten wir jetzt vielleicht mal gucken, wohin müssen. Wir sollen da oben hin. Okay. Ich würde ja dann fast empfehlen, dass wir hier lang gehen, oder? Dass wir hier so durchmachen.
Gucken wir mal, ob wir damit hinkommen. Sir, hast du die Ausrüstung greifbar? Mindestens. Was? Okay, gute Reise. Okay. Nice! Ne, Windleiter einklappen, oder das Ding? Boah, was ne Megaleiter! Nimm gar nicht richtig auf. Getragen, ja. Gut, alles klar. Wir gucken mal, wo war der erste Wegpunkt? Wegpunkt, was? Warte. Hinter mir. Hinter mir? Warte, was? Wir sind schon wieder alle völlig durcheinander, die Wegpunkte, ne? Ist das ätzend. Ja, na gut. Hinter mir also, da muss ich eh raus. Okay, dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen, ob wir da hinkommen und wie gut wir da hinkommen. Eine angenehme Reise. Danke. Sam. Ja. Siehst du das Schild dort drüben? Du kannst auch selbst welche aufstellen. Mit Nachrichten, Warnungen, ermutigenden Worten, was dir gerade einfällt. Nein. Schild aufstellen, mit G und E steht jetzt ein Schild auf. Oh Gott. Was haben wir denn hier alles für einen Quatsch da reingeballert? So. Nichtsdestoweniger, immer noch links von mir. Da vorne irgendwo. So, dann gucken wir mal. Kann ich die jetzt eigentlich mittlerweile... Monden verlieren mal ihre Fracht. Aber du bist besser als die Besten. Du kannst beenden, was sie begonnen haben. Okay. Sendungen stößt, solltest du darüber nachdenken, sie an den gewünschten Zielort zu bringen. Das ist leichter, als du vielleicht denkst. Für eine leichte Nachverfolgung tragen nämlich alle unsere Pakete IDs. Und dein Odra-Deck verfügt über einen Scanner, der besagte IDs auslesen kann. Kurz gesagt, das Teil an deiner Schulter kann dir dabei helfen, verschollene Sendungen aufzuspüren. Okay. Interessant. Vergiss nicht. Jedes Paket ist ein Versprechen an einen Menschen in Not. Und wow. Sie zählen darauf, dass du lieferst. Wir hätten schon tiefes Wasser. Oh, halt durch, Sam, du kannst das. Okay, machen wir. Möglichst verhindern ein längeres, alles klar. Vor allem 120 Kilo auf dem Rücken, das ist ganz schön sportlich, ey. Da musst du schon gucken lassen für 120 Kilo. Lol, was? Ja, jetzt wird er langsam schon schwierig wieder mit laufen hier. Weiß nicht, ob wir da jetzt alle mitnehmen können, wirklich. Das sind noch richtig viele. So, warte mal, jetzt wollten wir hier nochmal... warte, was? Moment, wie komme ich jetzt da zu meiner Fracht rüber? Warte, was? Wo ist jetzt meine Frachtübersicht? Ich bin irritiert. Ah, hier. Fracht. Okay. Ich würde jetzt gerne mal was am Anzug befestigen, wenn möglich. Gewicht, verlorene Fracht, Geschirr. Ah, am Anzug geht nichts mehr, okay. Ach, da können nur Sachen von Größe S befestigt werden. Ah, okay, das ist M. Na, guck mal, hier ist so zum Beispiel... Die geht nicht an Anzug ran, oder? Hm. Krieg ich
Das ist noch ein Anzug. Linke Schulter. Oh, geht sogar doch. Ja, top. Nee. Bestätigen. So, mal gucken, ob wir jetzt wieder ein bisschen mehr Stabilität haben bei der ganzen Sache. Das wäre ja zu hoffen. Ja, der sieht aus, der Packesel, ne? Wahnsinn. Ja, muss auch ordentlich kämpfen, ey. Boah, ey, Hilfe. Was ist das da hinten jetzt schon wieder dolles? Halt dich fest, Junge. So, guck mal, das Ding ist jetzt hier. Bridges, Nick Easton, das Briefkästen und verlorene Fracht. Ah, nice. Terminal, nice. Okay, liefern. Gute Arbeit, Sam. Wie ich sehe, hast du verlorene Fracht dabei. Du kannst sie hier zur Verarbeitung einreichen. Wenn du unterwegs mehr verlorene Fracht findest und sie nicht selbst ausliefern kannst, deponiere sie doch in einem Lager. Dort sind sie in Sicherheit, bis ein anderer Bote vorbeikommt und sie ausliefert. Selbst wenn sie bis zur Auslieferung noch durch ein Dutzend Hände geht, weißt du, dass du deinen Teil beigetragen hast. Das stimmt. Wenn du die verlorene Fracht liefern, nehmen wir die von verfolgen abschließt. Und dann später zur Lieferung anvertrauen, die sind in beliebig. Okay. Also bis was werden wir ablegen müssen. Warte mal, wir haben jetzt gerade 37 Kilo von 120. Da geht doch aber noch was dann, oder? Der sieht so aus, aber komplett voll wäre der Dude irgendwie. Schauen wir mal. Vor allem schön hier. Löcher noch drin, das läuft aber auch. Guck mal her, wir nehmen das nochmal mit hier. Hier war noch irgendwo einer. Vorne war noch was. Da ist auch noch was. Boah, ist halt voll weit weg da hinten, ne? Wie liegen wir überhaupt auf der Karte? Okay, da müssen wir noch ein ganzes Stückchen weiter eh außen rum. Na, pass auf, wir nehmen den da nochmal mit. Diskmedien. Interessant. Auf dem Rücken das Ding. So, jetzt haben wir schon... Hat er es eingesammelt? Ja, hat er. Okay. Dann jetzt mal weiter zu den entsprechenden Checkpunkten. Ja, er muss ja ordentlich kämpfen gerade, der Kollege. Das ist auch völlig in Ordnung. Das sind noch voll viele. Hilfe. Kryobit beschafft. Ich weiß immer noch nicht genau, wozu diese Kryobits da sind, ehrlich gesagt. Da bin ich noch ein bisschen ahnungslos. Naja. I'm walking. Either way, I'm walking. Steuern das Ding. Ich habe eine Leiche von A nach B getragen. Ich werde doch wohl, ne? Hier mal so ein bisschen Gedöns rumtragen können. So, der kann weg. Jetzt dann da oben zu D. Dass man die Dinger nicht angezeigt bekommt, finde ich ein bisschen blöde, ehrlich gesagt.
Das sieht aus. Ey, hör auf, bitte nicht. Was ist das da oben? Verlorene Fracht, Notfall, Erdgastreibstoff. 15 Kilo! Da fuck! So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie wir da oben hochkommen. Sam, wenn du auf eine steile Klippe oder einen Steilhang stößt, denk an die Leiter, die du von uns bekommen hast. Ja. Probier sie unbedingt aus. Das sieht da vorne schon. Interessieren, was ein erfahrener Profi wie du von ihr hält. Von einer Leiter. Ja, das, Guck mal hier, sieht schon wieder so nach Leiter aus hier irgendwie. Leiter. Ort auswählen. Platzieren. Wie wär's, so ein Hook ist? Ja, was da? LOL! Da oben. Okay, ist da. Mein Fehler. Hier oben geht's bestimmt noch so irgendwie hin. Und hier ist jetzt dieser Leiterpunkt. Halt dich fest. Hier sagt Nick, wir sollten nicht mal eine Leiter hinbauen. So halt, erstmal. Nee, das war das Falsche. Werkzeug war hier. So, Alter, was? Urinieren. Ich bin so irritiert. Gut. Leiter. Ort auswählen. Das haut schon eher mal hin. Na, dann mal hoch die Hütte. Was ein erfahrener Vollprofi wie wir mit so einer Leiter anstellen kann. Verrückt, man kann hochklettern. Du glaubst es nicht. Kann ich jetzt auch wieder mitnehmen? Sieht so aus. So, na dann. So, jetzt hier. Alter, jetzt haben wir ja richtig gewonnen hier. Ich hab ein bisschen Angst. Oh, 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 Dude. Junge, du musst auch mal etwas langsamer machen. Ja. In die rechte Hand. In die linke Hand. Echt ganz schön schwer. Das kann nicht gut für den Rücken sein. Ich bleib dabei. Was war das da? Oh, hier ist irgendwas mit Zeitregen, okay. Der kann auch weg, da bin ich auch schon vorbei. Okay. Was ist hier los? Schildseil. Schildseil. Markieren wir mal. Da vorne ist C. Hör auf zu laufen, du fällst euch gleich wieder aufs Maul. Mach mal langsam, Mäuschen. Da reagiert schon gar nicht mehr auf links und rechts. Ich kann jetzt nicht noch irgendwas zeitregengerissenes Holz mitnehmen, geht nicht. Machen wir mal auf das Ding. Haben wir ein Seil? Ja, haben wir. Was? Ich bin irritiert. Wieso kann ich denn jetzt. Seil. Wie mache ich das jetzt? Ach, Ort auswählen, okay. Ich muss erstmal zwei Sachen da nehmen, oder?
jetzt wird's geil. Da freue ich mich jetzt schon drauf und mit dem Ding abseilen. Das kann ja eigentlich nur gut werden, oder? Alter, würde sowas von da runterfallen im echten Leben. So, jetzt haben wir gleich die maximale Länge erreicht. Jetzt passt's. Und weg das Ding. So, mal gucken. Da sind wir. Da müssen wir hin. Also hier so rechts. Links weiter. Tut mal vorsichtig. Lauf nicht zu schnell. Du tust dir nur weh. Oh nein, jetzt geht hier wieder berg runter. Jetzt wird er wieder zu schnell. Mach langsam, Mäuschen. Ganz ruhig. Alright, okay. Da müssen wir hin. Ich riech das. Das Wasser wird nochmal interessant, aber ich glaube an uns. Wir, der wir bis zum kalten Rand folgen. Das sieht so super aus, wie er sich hier durchkämpft. Randvoll beladen, der Dude. Da hat er sich aber einen Energy-Riegel für verdient. Vor allem sehe ich das eigentlich richtig, dass unsere... Schuhe... bald kaputt sind. Da unten links ist das eine Schuhanzeige oder was soll das sein? Könnte man meinen. Man ahnt es nicht. Verdammt. Duda. Duda? Ach so, er hat mit der Fracht gesprochen. Lol, was? Okay, warte mal. Wir machen das wirklich nochmal. Ist jetzt hier nochmal die Fracht versuchen, ein bisschen zu verschieben. Aber viel Hoffnung habe ich dann nicht. Stiefel Level 1, Stufe 1. Ah, ich habe sogar noch mal ein zweites Paar Stiefel dabei. Ist ja interessant. Leiter. Verlorener Notfall. Treibstoff. Wenn ich das jetzt hier oben... Kann ich das denn nicht... Nee, eigentlich nicht. Man ahnt es nicht. Leiter. Guck mal, kann ich das denn nicht auf den Rücken? Aber das ist aber so... Bisschen komisch ist es aber schon, oder? Warte mal. Wir gucken mal, ob wir das irgendwie ein bisschen besser hinkriegen. Also das Ding mal abladen. So, Treibstoff. Abladen. Das Ding auch abladen. So. Jetzt würde ich das Ding hier mal auf den Rücken packen, weil dann ist das ja da wenigstens glatt. Okay. Soweit so gut. Was haben wir jetzt hier noch? Was liegt jetzt hier noch im Boden? Da. Das ist halt schon echt schwer, das Ding, ne? Unterwäsche. Wir transportieren Unterwäsche. Oh, okay. Rücken. Das Ding in die Hand, dann bin ich drüber, oder? Ja, dann bin ich drüber. Und gar keine Hand tragen. Lass mal das hier, nehmen wir dafür noch hier nochmal das Geschirr mit. Was geht's denn da auf dem Rücken? Okay. Gut. Bestätigen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Gucken wir mal, ob wir jetzt noch irgendwo hinkommen. Ob wir noch ans Ziel dürfen. Nein, du sollst das Ding loslassen. Boah, das sieht gut aus. Benimm dich, sei artig.
So, jetzt muss ich hier die Leiter benutzen. Dann habe ich auch wieder 5 Kilo frei, wenn ich Leiter hier benutze, oder? Oder ausrüsten. Ort auswählen. Yes. Bam. Was sagt jetzt meine Kapazität eigentlich? Jetzt bin ich bei 111. Das Ding hat aber 15 Kilo da vorne, das war ein bisschen dick. Das lassen wir dann jetzt mal weg. Das, da vorne ist nochmal eine S. Das S-Ding können wir dann noch mitnehmen. Oh, wäre da fast umgefallen da drauf. Du glaubst das nicht. So, Usel. Ja, hat er hochwerfen müssen. Das wäre interessant geworden. So, nach oben wird es immer größer. Weiß auch nicht warum. Kann ich mir ja noch gar nicht erklären. Das kann nicht gut für den Rücken sein. Kommen wir hier hoch? Ja, kommen wir. Dauert noch ein bisschen. So, Punkt B haben wir erreicht. Das ist sehr gut. Wird jetzt hoffentlich auch von alleine mal entfernt. Ja. Und jetzt ist da oben Markierung A. Große Frage ist jetzt natürlich, habe ich noch eine Leiter? Das wäre jetzt natürlich sehr ungünstig, wenn ich die nicht hätte. Doch, eine Leiter scheint hier noch zu sein. Was? Ich will die eigentlich darüber haben. Unbefriedigend, aber okay. Block. Greifen. Wow, nach unten geht man also nach oben. Es ist ein Traum. Jetzt, wenn wir nach oben drücken, dann gehen wir auch runter. Man kennt ihn. Soll ich mir selber mal ein Like da lassen? Das wäre natürlich auch noch sehr geil. So, nimm mal die Leiter mit. Alter. Typ. Ah, Leiter zerlegen, ja. Gut. Jetzt muss ich sie hier wieder aufbauen, damit das, naja. Gut, ich habe schon Sinn. Alter, bleib doch mal bitte ruhig. Jetzt habe ich keine Leiter mehr, willst du mich hier vereiern? Man hat ja Zeit, man hat ja Zeit. Komme ich irgendwo hoch? Oh, mal gucken. Ob hier irgendwo ein Aufgang ist. Ja, aber ich habe doch gerade extra meine fucking Leiter wieder abgebaut. Warum? Oh, ich hätte mich bei dem abseilen müssen und beim anderen dann die Leiter benutzen. Oder wie wolltet ihr mir das jetzt sagen? Okay, das macht im Nachhinein Sinn. Muss mal gucken, ob wir irgendwo klettern können. Hier habe ich ja so ein bisschen Hoffnung. Das sieht gut aus. Wie ist das hier? Hier auch. Nicht schön, aber geht. Und hier auch. Jawohl, sehr gut. Haben wir es geschafft. Läuft. Jetzt ab zu Punkt A. Das ist irgendwie tatsächlich unten eine Schuhanzeige, bis man seine Schuhe durchgelaufen hat, augenscheinlich. Das wäre auch so ein Job. Naja, gar keinen Bock drauf, sag ich dir ganz ehrlich. Hallo, bin nur ich. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen.
Auftrag erfüllt. Vielen Dank. Darf ich hier rein? Keep clear. Wahrscheinlich nicht. Wollen wir außen rumgehen. Okay. Jetzt die große Lieferung. Guten Tag, der Weihnachtsmann. Guten Tag, grüße Sie. Hier ist auf? Ja, hier ist auf. Sehr gut, da ist ein Terminal. Jetzt raste nicht gleich aus. Liefern. Fracht liefern, jawohl. Mal los, alles klar. Danke. Bitte. Wir alle spüren den Verlust von Central North City. Keiner wusste, was das für die Organisation bedeuten würde. Oder für die UCA. Oder für uns. Aber das Oxytocin wird den Stress lindern und helfen. Schon bald sind wir wieder auf Kurs. Lass mal sehen. Großartig. Danke nochmal. Wie es scheint, ist alles intakt. Und unser Wegposten hoffentlich auch bald. So, okay. 24 Likes. Haha. Oh, 75 Likes. Alter, ist doch weiter gewesen als gedacht. So, mal 10 Likes extra. Okay. Awesome! Ich weiß aber nicht, was das sein soll. Baue ich jetzt hier einen Stern auf oder warum? Was ist damit? Was nützt der mir? Du gehörst zum zweiten Team, oder? Wo sind die anderen? Tot. Beim Lehrersturz gestorben. Im Ernst? Die Explosion hat sie alle erwischt? Und jetzt haben sie dich alleine losgeschickt? Wäre es bloß eine Lieferung, wäre es eine Sache. Boten kommen ja ab und dann vorbei, aber... Das zweite Team sollte den Cupid mitbringen und uns vernetzen. Seit 3 Jahren warten wir auf Hilfe. Seit 3 Jahren! Hab das Ding. Und sie schicken uns einen Mann? Scheiße, scheiße, scheiße. Hast du wenigstens mehr als das Oxy dabei? Ja, den Cupid. Du... Wirklich? Also stimmt es? Er funktioniert endlich. Tja, dann bist du vielleicht die Antwort auf meine Gebete. Worauf wartest du noch? Schließ uns ans Netz an! Aha. Okay. Willst du mit dem TCK folgende Konstruktion errichten? Briefkasten. Okay. Ah, Fracht nehmen. Kann ich auch machen. Okay. Nice. Aha. Sehen und benutzen. Okay. Ich konnte also, kann also Leitern jetzt erst nehmen, weil sie vernetzt sind. Verbindung mit Capital North City bestätigt. Es passiert wirklich, wie Amelie versprochen hat. Endlich können wir das tun, weshalb wir hier sind. Hey. Du gehst nach Westen, oder? Viele Leute werden froh sein, dich zu sehen. Mhm. Wahrscheinlich gehst du bis zur Küste, oder? Mhm. Was bedeutet, dass du Amelie persönlich treffen wirst? Mhm. Ach, das ist ja mal was. Das ist wirklich etwas. Ich habe sie nie kennengelernt. Ich habe während der ersten Expedition nur ihre Holo-Nachrichten gesehen. Naja, egal. Gib unterwegs auf dich acht. Da draußen treiben sich miese Typen rum. Mehr als gute, sagen manche. Aber das weißt du ja selbst.
Vielen Dank, Sam. Klar doch. Jetzt, da dieser Wegposten im chiralen Netzwerk ist, haben wir hier in Capital Not City endlich direkten Kontakt zu ihm. Wupp. Ja. Und jetzt? Westlich des Wegpostens stehen Bauten, die unsere letzte Expedition errichtet hat. Und jenseits davon liegt dein nächstes Ziel, Port Not City. Die Stadt liegt am Ufer eines vom ersten Leeresturz geschaffenen Kratersees. Dein Ziel ist es, Port und Capital Not zu verbinden. Doch dazu musst du unsere Anlagen als zusätzliche Wegposten nutzen. Sie sind für die Herstellung einer stabilen Verbindung nötig. Aufgrund der großen Distanz. Wir wollen ein Verteilerzentrum und ein Windkraftwerk benutzen. Und als erstes solltest du das Verteilerzentrum aufsuchen. Dorthin muss sowieso etwas Fracht geliefert werden. Aha. Nimm die Fracht am Lieferterminal in Empfang. Ja, erstmal würde ich ganz gerne den Rest einmal loswerden hier. Neuer Auftrag verfügbar. Deine harte Arbeit zahlt sich aus, Sam. Dank der verbesserten Netzkapazität kann dich das HQ ab sofort mit zusätzlichem Material versorgen und dich besser unterstützen. Das sollte nützlich sein. Mhm. Aus Material, das du zur Verfügung stellen kannst, du Waffen, Ausrüstung her. Wo? Waffen? Okay. Erstmal liefern wir den ganzen verlorenen Frachtkram. Kann ich die alle wählen? LOL. Muss ich jetzt echt alle einzeln anklicken? Macht keinen Ärger. So, bestätigen. Ja, da musst du wirklich die große Karre ausfahren. Zieht sich. Ich bin eine gute Ehe. Zieht sich. Mach's nix. Naja, noch Zeit. Fracht wurde einem anderen Spieler anvertraut. Warum was? Warum das? Oh ja. Bam! Leute halten dich für einen Boden, den man einfach. Wenn du dich anschließt. Das ist vielleicht zu einer echten Legende. Ja, wow. Ich bin eine Bodenlegende. TPD hat schon angerufen, die wollen mich einstellen. So, jetzt. Ja, nicht mehr Likes. Jetzt wird das Ding gelb, alles klar. Okay, das ist mir noch nicht so ganz so. Ja, was haben wir denn? Aufträge, 2 Lieferaufträge. Aufträge für Sam. Bau einen Briefkasten. Okay. Und dann Lieferung seitens des Metalls. Metalls und du bist nicht okay. Okay, den können wir schon mal. Aufträge annehmen. Benötigst du einen TCK. Selbstverständlich solltest du, falls du keinen TCK bei dir hast, einen herstellen. Okay. Ich will trotzdem einen herstellen, mal gucken, wie das geht. Sam, mit diesem TCK kannst du einen Briefkasten bauen. Mhm. Nach einer Richtung können Konstrukte anderer Spieler gestellt werden. Okay.
Hans Brief versucht, um verlorene Fracht zurückzugeben und nicht mehr an den Boten zu vertrauen. Alles klar. Wie kann ich den jetzt herstellen? Kann ich den herstellen? Metalle für. Oh, ich habe ja reich. Boah. Habe ich ja reichlich, wie es aussieht. Okay. Ein. Wie baue ich die jetzt? Ach, hier bestätigen, okay. Ja, bau mal. Zack. So. Am Anzug befestigen. Hier, linke Schulter. Am Anzug befestigen. Rechte Schulter. So, das sind meine TTKs. Fertig. Und was ist das? Was bist du hier für einer? Rücken. Rücken. Mein Gott. Okay, wie fahren wir jetzt? Wiegen wir schon 44? Du drehst durch. Yo! Funktionsfähig ist. Geh zum gekennzeichneten Ort und errichte diesen Briefkasten. Du müsstest ihn leicht finden, wenn du ab und zu auf deine Karte und deinen Kompass schaust. Was ist mit dem Dude? Ich könnte eigentlich auch mal, warte mal, gibt es noch so ein Energy-Drink, oder? Wie ging das denn mit? Warte mal, wo war das Gesäufe? Das 4? Das war die Maske. Und kurz ein bisschen hinsetzen, genau. Das finde ich gut. Sam sich ausruht, wird das Spiel automatisch gespeichert. Ah! Gut, während er sich jetzt ausruht, würde ich mal sagen, Freunde, dann war es das für diese Folge schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt ein bisschen was gesehen, was euch gefällt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich würde sagen, ich lasse jetzt hier noch aufladen und dann machen wir hier Feierabend. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Mit freundlichen Grüßen, euer Cutie. Pow!